Moin zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe mir mal überlegt, ich mache mein altes Hero Quest mal ein bisschen schöner. Und dafür werde ich mir jetzt als erstes die Helden vornehmen. Und wir fangen direkt mit dem beliebtesten, glaube ich, an. Mit dem Barbaren. Den habe ich mir hier schon mal ausgedruckt und schon mal grundiert und draybrushed. Und ja, mehr nach dem Intro. So, da sind wir. Wir fangen natürlich an mit, falsch rum, mit Crusade Skin. Also sprich, ich werde als erstes die Haut bemalen und dann den Rest. Ja, weil mein neues Projekt wird sein, dass ich mir ein richtig schönes Hero Quest Board baue, mit Hilfe des 3D-Druckers und da natürlich auch die Helden und alles ein bisschen, ja, hübscher mache. Hallo Handy. So, die Haut haben wir jetzt. Dafür habe ich halt Crusade Skin genommen von Army Painter Speed Paints. Dieses Video wird übrigens auch in zwei Teilen sein. Wir werden jetzt erstmal den lieben Barbaren mit Speed Paints bemalen. Dann ist er schon mal soweit fertig, also spielfertig. Und im nächsten Video werde ich dann die ganzen Details ausarbeiten. Also sprich, bei der Haut mit Haut nochmal drüber gehen, um da ein bisschen Lichteffekte und sowas reinzukriegen. Ich habe keine Ahnung, ob das klappt. Ist ja meistens bei mir so. Und deswegen, ja. Als nächstes nehmen wir jetzt Grim Black. Und damit machen wir jetzt die Haare und den Bart. Ganz simpel, ganz einfach. Und wie gesagt, später dann im zweiten Part machen wir richtig schöne Details da rein. So, die Haare gingen natürlich fix. Wenn man ein bisschen aufpasst, dann geht das. Ah, sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Was sagt ihr? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Schreibt auch gerne mal rein, was ihr von dem Modell generell haltet für, als Hero Quest Barbaren. Aber ich finde den richtig cool. Ich finde den schöner als die Originalfigur. Die muss ich aber übrigens auch noch bemalen. Die ganzen Orks und Goblins und so. Ja. Aber das machen wir alles später in anderen Videos. Und da bemalen wir dann auch die alten Helden nochmal. Einfach um zu gucken, wie dann hinterher der Unterschied ist. Weil ich das Gefühl habe, dass die alten Helden, die sind nicht so detailliert. Ne? Also das ist wirklich das alte Spiel aus den 80ern. Und, ah, da habe ich den Mund vergessen. Und, ja. So sieht mein Plan aus. Ich habe dann auch vor, die Räume und alles wirklich 3D zu machen. Ich habe von Kraken Studios ein Dungeon Set, da habe ich mal Patreon gemacht. War eigentlich für Dungeon Bowl gedacht. Oder ist auch dafür gedacht, natürlich. Aber ich habe festgestellt, dass man da auch super die Wände und alles für benutzen kann für Hero Quest. Und da habe ich mir gedacht, ich baue mir einfach ein neues Hero Quest Board. Ja. Wir haben jetzt wieder angefangen zu spielen mit ein paar Freunden. Wir spielen gerade die Kampagnen durch. Und da habe ich mir dann überlegt, da baust du mal ein vernünftiges Board. Als nächstes nehmen wir Dark Wood für die ganzen, ja, für Schuhe, für Lederriemen etc. pp. Für seinen, ich wollte Kilt sagen, aber ich glaube, der hat einen Lendenschurz, für den Lendenschurz. Dafür nehmen wir jetzt das Dark Wood. So, genau, und ich wollte mir dann halt ein richtig schönes Hero Quest Board bauen und euch natürlich dran teilhaben, wie es so vorwärts geht. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr so Interesse dran habt, dass ich ein paar von den Spielen. Genau, als nächstes nehmen wir Cloud Board Blue, glaube ich, heißt das. Oder Cloud Baum. Also irgendwas stimmt heute mit meiner Kamera nicht. Schreibt auch gerne in die Kommentare, wenn ihr Interesse habt, dass ich so ein paar Board Games einfach bemale. Oder Figuren von Board Games. Oder ein bisschen aufpimpe oder so. Da hätte ich nämlich auch Bock drauf. Ich habe auch so Sachen wie Willen des Wahnsinns, ein altes DSA-Brettspiel. Ja. Also das können wir ja auch alles pimpen. Und ich habe auch noch sehr, sehr viele LED-Lichter. diese kleinen, dünnen.
kann man garantiert auch irgendwie einarbeiten. Also wie gesagt, ich habe da so ein paar Ideen, das werden wir auf jeden Fall noch machen. Und natürlich habe ich auch nicht vergessen, wir wollen ja auch noch einen Spieltisch bauen. Das wird allerdings eher so in den Wintermonaten sein, weil ein paar von euch wissen es ja, ich habe ja noch einen Pub, einen eigenen. Und das in einem Feriengebiet. Und ja, es ist halt Saison gerade. Und da kann ich nicht draußen mit einer Kreissäge und so rumturnen. Das funktioniert halt nicht. So, jetzt haben wir das ganze Ledergedönse gemacht. Und das Blau, dieses Cloudboard, Blau habe ich für den Ländenschutz genommen. Jetzt nehmen wir Sand Golem Yellow. Da muss ich zugeben, ich hatte das irgendwie ein bisschen anders in Erinnerung. Es wirkt ein bisschen grell, aber ich habe mir gedacht, ja gut, das muss ja auch nicht immer alles Leder sein. Kann ja auch einfach sein, dass er sich Stoffbahnen drumherum gebunden hat, die er irgendwo gefunden hat. Was weiß ich, bei einem Nachtgoblin oder so. Und von daher finde ich das gar nicht so schlimm, dass der ein bisschen Farbe abkriegt, der Gute. Dem Spieler gefällt es auf jeden Fall, der den spielen wird. Na, ihr seht es jetzt in der Kamera, dass das ziemlich kräftig ist. Aber ganz ehrlich, es ist ein Barbar. Der nimmt halt, was er hat. Na, meine Meinung. Genauso werde ich auch Hero Quest, ich weiß nicht, ob ihr die Webseite kennt, Hero Quest World. Ich werde die mal unten reinschreiben. Als nächstes nehmen wir Pallet Bone für Fell und auch ein bisschen was für die Schuhe noch. Hero Quest World, genau, für jeden, der Interesse dran hat. Die Webseite existiert tatsächlich noch, die gibt es schon ewig, habe ich festgestellt. Und da gibt es halt auch noch neue Charaktere, neue Abenteuer, Ideen, neue Regeln, Hausregeln etc. Und da kann man sich immer ganz gut Ideen holen. Wir zum Beispiel haben jetzt gesagt, wir werden die Rassen nehmen. Halbling, Zwerg, Mensch, Elf, Drakonier und Tiefling. Das werden so die Rassen sein. Und dann haben wir uns rausgesucht als Helden. Zum Beispiel den Barbaren, klar, Zwerg und Alp und sowas. Aber haben auch sowas drin wie Druide, Dieb. Jetzt nehmen wir noch Hardened Leather für noch ein paar Leder-Details. Den Heiler haben wir drin. Ein Kopfgeldjäger haben wir drin. Also all solche Sachen. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Wie gesagt, ich schreibe das unten rein. Hero Quest World. Und nein, ich werde dafür nicht bezahlt. So, schauen wir mal. Seht ihr? Fast fertig. Sieht ja jetzt schon sehr, sehr cool aus. Kann man ja jetzt schon quasi mitspielen. Ja gut, also wenn man das Schwert und so fertig macht, ne? Aber ich finde, dieser Barbar hat was. Ja? Gut, klar, manche sagen, Barbaren haben keine Bärte und etc. Aber ganz ehrlich, ein Barbar ist halt ein Barbar. Ne? Der muss sich da auch nicht, wenn er in Dungeon ist, regelmäßig rasieren. Ja. So, jetzt brauchen wir ja eigentlich nur noch das Schwert, den Gürtel und ein, zwei Details oben auf der Schulterplatte und vorne auf der Brust hat er auch nochmal so ein bisschen Metall und vorne am Lendenschurz hat er auch noch ein bisschen Metall. Aber das ist natürlich alles Kleinstkram. Da werde ich zwei Farben tatsächlich mischen. Und zwar mischen wir dafür einmal das Seaload Yellow Ink, Sweet Paint und das Greedy Gold. Das mischen wir ungefähr 1 zu 1. Und damit tragen wir dann richtig schön klassisch die Parierstange, hinten die Verzierung vom Schwert. Die Verzierungen vorne am Lendenschurz, oben die Spikes und so, da machen wir das alles drauf.
Natürlich könnt ihr auch, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Weiß. Silber, nicht Weiß, Silber. Und Grimworld Grey. Die mischen wir auch wieder, 1:1. Das wird dann die Klinge. Der Vorteil ist, wenn man die beiden Sachen mischt, ist das alles ein bisschen flüssiger, läuft alles ein bisschen besser in die Fugen rein. Da müsst ihr ein bisschen rumexperimentieren, was euch am besten gefällt. Ihr könnt mehr Acrylfarbe nehmen oder ihr nehmt mehr Speedpaint oder halt umgekehrt. Und dementsprechend habt ihr halt A, eine dünnere Farbe und B, sieht es natürlich auf dem Modell dann dementsprechend auch anders aus. Ich habe jetzt hier zum Beispiel beim Schwert ein bisschen zu viel von dem Metall genommen. Deswegen werde ich da gleich nochmal mit dem grauen Ink nochmal drüber gehen vorne über die Klinge, damit das noch so ein bisschen in die Scharten und alles reinläuft. Weil das Modell, ihr seht es ja, das Schwert, das ist so ein bisschen schartig, schon so benutzt halt. Benutzt und nicht unbedingt groß gepflegt. Also wahrscheinlich ist das mehr ein Knüppel, weil es schon total stumpf ist. Aber Schwerter waren früher ja stumpf. Also nicht stumpf, aber die waren halt nicht wie Samurai-Schwerter scharf. Ne? So, das machen wir jetzt dann noch eben drauf. Jetzt brauchen wir Weiß. Weil ich bin ja ein Freund davon, auch Augen und sowas zu machen. Wobei ich da sagen muss, die sind mir bei dem Modell witzigerweise nicht ganz so gut gelungen, finde ich. Andersrum, finde ich, hat er dadurch tatsächlich so ein bisschen irren Blick gekriegt. Also das könnt ihr gleich beurteilen, am Ende gibt es ja wieder Fotos. Und schreibt gerne in die Kommentare. Pusht ein bisschen den Algorithmus. Ich werde gucken, dass wie immer einmal in der Woche ein Video kommt. Montags streame ich übrigens Computerspiele bei Twitch. Immer im Wechsel mit dem Groschnar. Also nächsten Montag sind wir bei Groschnar auf dem Kanal. Danach dann wieder bei mir, bei Pivian auf dem Kanal. Und das wird dann immer so im Wechsel sein. Montags abends 18 Uhr bis, ich sag mal so 9, halb 9, 9. Spielen wir immer alles Mögliche durcheinander, worauf wir gerade Bock haben. Und quatschen mit dem Chat. Also wenn ihr da Bock habt, gerne mal vorbeischauen. So, jetzt muss ich hier gerade noch ein paar Fehler auskorrigieren, wie ich festgestellt habe. Ich habe ein bisschen was übersehen. Das ist nie gut. So, jetzt haben wir auch noch die Augen. Wie gesagt, ich finde, ich habe es schon mal besser hingekriegt, die Augen. Aber, na toll. Jetzt will die Kamera wieder nicht. Aber ihr seht das hinterher auf den Fotos. Und ich finde, er hat einen irren Blick. Ich wünsche euch was. Bye, bye.